Ja, genau, hier in dem Ausbildungszentrum in Kiel habe ich meine Ausbildung vor 2 Jahren angefangen. Aber bevor ich dir die Ausbildung zum Maurer näher bringe, würde ich sagen, stelle ich mich erstmal selber vor. Denn ich war vor 2 Jahren in der gleichen Situation wie du und habe mich um eine Ausbildung gekümmert. Ja, mein Name ist Kevin, ich bin 17 Jahre alt und bin jetzt im 2. Lehrjahr meiner Maurerausbildung. Der Startschuss zu meiner Ausbildung fiel am 1. September. Generell findet im Ausbildungszentrum die überbetriebliche Ausbildung statt, in der ich neben der Firma und der Berufsschule ergänzendes Wissen in der Praxis, aber auch in der Theorie erhalte. Im 1. Lehrjahr habe ich neben den Basics im Maurerbereich auch Grundkenntnisse aus anderen Berufen wie zum Beispiel Fliesenleger, Straßenbauer oder Zimmerer bekommen. Hier habe ich in meinem 1. Lehrjahr viel Zeit verbracht, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, da ich mich mit anderen Auszubildenden austauschen konnte und so neue Freunde gefunden habe. Im 2. und im 3. Lehrjahr geht es dann mehr Richtung Baustelle, wo ich dann meine Kenntnisse aus dem 1. Ausbildungsjahr unter Beweis stellen kann. Folgende Punkte sprechen für den Beruf Maurer. Als Maurer sieht man am Ende des Tages ein Arbeitsergebnis und hat geregelte Arbeitszeiten sowie eine überdurchschnittliche Vergütung. Es ist ein extrem sicherer Job, da die Nachfrage garantiert ist. Zudem ist er weit verbreitet und man hat gute Aufstiegsmöglichkeiten. Und zu guter Letzt bewahrt man die Tradition des Handwerks. Trotzdem sollte man sich bewusst sein, dass der Beruf auch körperlich anstrengend sein kann und man bei schlechtem Wetter zum Teil draußen arbeitet. Zudem kann es dazu kommen, dass man gelegentlich am Wochenende arbeiten muss, welche natürlich an einem anderen Wochentag ausgeglichen werden. Welche Voraussetzungen solltest du eigentlich mitbringen für diese Ausbildung? Räumliches Vorstellungsvermögen, frei von Höhenangst, handwerkliches Geschick, Teamplayer und natürlich solltest du gerne an der frischen Luft sein. Was sind beispielsweise Tätigkeiten für dich? Vorbereitende Arbeiten ausführen, zum Beispiel Baustellen absichern, Bauwerke herstellen, Innen- und Außenputze herstellen, Dämm- und Isolierungsstoffe einbauen, Estriche und Bodenbelege herstellen, Abbruch- und Stemmarbeiten ausführen, aber auch Baugeräte bedienen gehören dazu.